Für mich war immer schon zentral, dass der Geist der Gleichheit nicht zurück in die Flasche gekorkt werden kann. Wir sehen das jetzt im Iran bei allen Schwierigkeiten, die die Frauen da haben. Aber das hat auch in meinem Leben persönlich und politisch eine große Rolle gespielt. Und auch bei der Erziehung meiner Tochter. Und ich habe mich sehr gefreut, als sie vor vielen, vielen Jahren sagte, Mama, natürlich finde ich nicht, dass ich weniger wert bin als ein Junge. Und für sie war vieles so selbstverständlich, was in meiner Generation noch nicht selbstverständlich war. Trotzdem jetzt im Berufsleben macht sie die Erfahrung, wie hart sie sich da auch gegen alte Männer durchbeißen muss, wie sehr sie ihre eigenen Standards und Ansprüche verteidigen muss. Aber dass das für sie so klar ist, das ist ein weiterer Schritt nach vorne. Man muss gegen alle Gefährdungen der Gleichheit immer sehr wachsam sein. Und Frau muss sich da verteidigen und sich ihres eigenen Wertes bewusst sein. Aber dass wir insgesamt in Deutschland auf einem guten Weg sind und wir Frauen uns einfach nicht mehr so viel gefallen lassen, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Den haben wir uns hart erkämpft. Aber unsere Töchter profitieren davon. Und ich bin sehr gespannt darauf, auch bei unseren Gesprächen über Feminismus, bei Müttern und Töchtern, was wir da noch erfahren werden.